Lichter scheinen dunkle Nacht in dunkler
Ach, Menno, wieder kriegt dein Engel seine Flügel, wie jedes Mal, wenn ein Glöckchen klingelt. Nur ich habe immer noch keine. Engel 725, pack mal dein neumodisches Spielzeug weg. Ich habe einen Auftrag für dich. Noch in diesem Jahr soll Jesus auf die Welt kommen. Begib dich zu Maria und Josef und hilf ihnen, den beschwerlichen Weg von Nazareth nach Bethlehem zu gehen. Denn Kaiser Augustus wird verlangen, dass sie sich in ihrer Heimatstadt zählen lassen. Und diese ist Bethlehem. Ich werde dir in regelmäßigen Abständen Aufträge auf dein Tablet schicken, die zum Gelingen deiner Aufgabe nötig sind. Das Signal dazu: Sie haben Post. Wird deine Mission erfolgreich sein, bekommst du einen Flügel, deine Flügel. Und wenn du auf dem Gerät spielst, Musik hörst, wirst du scheitern. Der Strom reicht dafür nicht aus. Aufladen gibt's nicht. Hast du alles verstanden? Ja, das habe ich. Dann kommt hier deine erste Aufgabe. Streng dich an. Sie haben Post. Aufgabe 1. Begib dich zu Maria und verkünde ihr die Geburt von Jesus. Im Maps findest du ihren Aufenthaltsort. Okay, Maps gestartet. Ah, das finde ich. Aber eine Frage habe ich da noch. Das wirst du doch wohl schaffen. Ja, jeden Fall, aber was soll ich ihr da sagen? Ich schicke dir einen Text. Mach dich endlich auf den Weg, sonst ist es zu spät. Und dann war es das mit deinen Flügeln. Das ist Maria. Fürchte dich nicht, Maria. Ich bin ein Bote Gottes und überbringe dir eine frohe Botschaft. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein, der Sohn des Höchsten wird er genannt werden. Sein Reich wird kein Ende haben und er wird die Menschen begleiten bis an alle Ewigkeit, zu allen Zeiten und allen Orten, auch in Frankreich. Jahr 2022. Na, wegrennen muss sie ja auch nicht gleich. Siehst du, hat geklappt. Hör dir nun die Verkündigung der Volkszählung in Nazareth an und überlege dir, wie du Maria und Josef helfen kannst. Und denk daran, es ist deine letzte Chance. Alle weiteren Aufgaben bekommst du nun über das Tablet. Nazareth, da bin ich nun. Das hier müssten Maria und Josef sein. Ich folge ihnen mal. Weißt du, Josef, ich bin wirklich glücklich. Bald haben wir unsere eigene kleine Familie. Mir geht's nicht anders. Hör mal, Maria, eine Aussage. Alle auf den Marktplatz. Alle, sofort. Ach, in unserem Land herrscht viel Weinen und Verklagen, denn die Römer mit ihren Soldaten bedrängen uns sehr. Sie bestimmen, was in unserem Land zu geschehen hat. Sie verlangen hohe Steuern und Abgaben und die Solleintreiber verdienen ganz besonders viel dabei. Ich als Bäuerin kann nur berichten, dass die Reiter ohne Rücksicht auf meine Felder raten. Das ist keine gute Zeit. Befehl des Kaisers Augustus, Befehl des Kaisers Augustus, Befehl des Kaisers im Römischen Reich sofort zu befolgen von allen zugleich. Jeder mache sich bereit, reise los in nächster Zeit, reise los und reise fort zum Geburts- und Heimatort. Befehl des Kaisers im Römischen Reich sofort zu befolgen von allen zugleich. Schreihals, hoffentlich kehrt er wieder ein. Habt ihr das gehört? Was sollen wir? Wir sollen weg. In die Vaterstadt, wo wir herrscht dann. Das ist für mich erfüllt. Ich mache mich gleich auf den Weg. Auf Wiedersehen. Hast du das gehört, Josef? Wir müssen nach Bethlehem reisen. Das ist doch eine lange Tagesreise entfernt. Wie soll ich das schaffen? Mit Gottes Hilfe wird's doch schon gehen. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich komme mit. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
soll ich den beiden denn helfen? Soll ich denen die Koffer tragen oder gar packen? Nee, da überlege ich mir was anderes. Sollen sie sich erstmal auf den Weg machen. Und ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Die habe ich mir verdient und die Ladung wird schon ausreichen. Sie haben Post. Schon wieder? Mal sehen, was es diesmal ist. Oh, wieder eine Sprachnachricht. Engel, Weise aus dem Morgenland, haben sich vor ein paar Wochen auf den Weg gemacht. Sie folgten einer besonderen Sternenanordnung. Sie kommen von weit her und sind auf dem Weg zum Palast des Königs. Wie du weißt, werden sie Jesu, den sie als neugeborenen König kennen, dort nicht finden. Bitte halte sie davon ab, den Palast zu betreten und weise ihnen den direkten Weg nach Bethlehem. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Okay, aber wie soll das wieder funktionieren? Ich dachte wirklich, das mit den Flügeln geht einfacher. Nerv du nicht auch noch. Stromsparmodus an und für die Kopfhörer reicht es ja wohl noch. Heute Nacht erfüllt sich die Prophezeiung. Der König der Könige wird geboren. Das stimmt wohl, sicherlich in diesem Palast hier. Nur komisch, ja, hier ist gar nichts los, aber wir stressig sind. Aber wo denn sonst, wenn nicht hier? Terius! Ja, mein König? Es hat geklopft. Soldat an die Tür. Wie steht es um die Volkszählung? Recht gut, die Listen füllen sich. Das gefällt mir. Gibt es sonst noch etwas Neues? Nein, alles ruhig. So soll es sein. Mein König, die Weisen aus dem Morgenland. Ihr vornehmen Männer seid seltene Gäste in meinem Palast. Wie kann ich euch helfen? O erhabener König, wir sind Weise aus dem Morgenland. Wir haben eine weite Reise hinter uns. Doch wir hoffen, dass wir nun am Ziel unseres Weges angekommen sind. Und wir suchen den König, um ihn unsere Ehre zu erweisen. Und wir dachten, ihr wisst vielleicht den Ort, an dem er sich befindet. Ein König hier in Judäa, der einzige rechtmäßige Herrscher bin ich. In meinem Palast gibt's keinen neugeborenen König. Ich bin und bleibe der König. Aber wartet, wir wollen den Schriftgelehrten befragen, was es damit auf sich hat. Terius schickt nach dem Schriftgelehrten. Soldat, holt den Schriftgelehrten. Sag mir, gibt es eine Prophezeiung über einen neuen König in mein Reich? Hier bleibt und in dem Micha steht geschrieben. Im Weg wird der Herr Israel geboren werden. Ich danke dir. Das ist ja ungeheuerlich. Meint ihr das? Sie sind sich ähnlich. Ich weiß ja nicht, wo dieser König ist, aber solltet ihr ihn finden, kommt zu mir und berichtet mir davon. So befehle
ich euch nun, geht nach Bethlehem und forscht fleißig nach dem Kind. So soll es geschehen. Hab Dank, Herr Robes. Sie haben Post. Engel, was machst du? Jetzt streng dich endlich mal an. Okay, okay. Wenn ich gewusst hätte, was man für Flügel alles tun muss. Der Weg von Nazareth nach Bethlehem ist sehr beschwerlich. Wozu diese Volkszählung? Weiß ich nicht. Ist denn der Weg noch weit? Ich bin müde und meine Beine sind schwer. Komm, lass uns weitergehen. Endlich ist im Städtchen Ruh, alle Türen sind schon zu. Alle Lichter gehen bald aus, Dunkelheit in jedem Haus. Seht da, Fremde sind unterwegs, was die hier wohl wollen? Auch auf dem Weg nach Bethlehem? Ja, aber wir müssen uns beeilen. Gleich schließen die Tore. Da vorne sind schon die Lichter der Stadt, es ist nicht mehr weit. Na endlich, ich freue mich schon auf mein Bett. Mein Vater wohnt in der Stadt. Zum Glück habe ich noch rechtzeitig reserviert. Das Fehler ist deine Saugutverschmierung. Im Wasser ist hier aufschreiben, dass sie überzählt sind. Der nächste bitte. Name? Thomas. Beruf? Fischer. Wohnhaft? Jerusalem. Hiesiges Quartier? Gasthaus zum Anker. Der nächste bitte. Name? Hanna. Beruf? Näherin. Wohnhaft? Kapernaum. Hiesiges Quartier? Bei meinem Vetter Simon, dem Bäcker. Der nächste bitte. Name? Josef. Beruf? Zimmermann. Wohnhaft? Nazareth. Hiesiges Quartier? Wir haben noch keinen gefunden. Dann beeilt euch, es wird schon dunkel. Wir wollen uns ein Lager für die Nacht suchen. Lass uns hier anklopfen. Nein, 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 wir haben keinen Platz mehr. Seid einfach demnächst einfach früher dran. Und jetzt nerv mich. Tschüss. Der war aber nicht freundlich. Und jetzt? So, vielleicht kann ich Ihnen da auch helfen. Firefox wird gestartet. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Updates werden installiert. Also, wie war das? Buch ist da.de und Bethlehem. Zwei Übernachtungen, Doppelzimmer, 24. bis 26. Dezember. Alles belegt, teilweise geschlossen wegen Weihnachtsferien. Aber hier steht bei einer Unterkunft, bitte rufen Sie an. Na, dann geben wir Maria und Josef doch mal das Handy mit Anleitung. Ist ja auch nicht meins. Das kann ja einfach mal so vom Himmel fallen. Schau, Josef, was ist das für ein Gerät? Sieht aus, als ob man da mit jemandem durchreden könnte. Hallo? Hallo, Josef. Ich habe gehört, ihr sucht einen Unterkunft für die Nacht. Mein Haus ist zwar voll, aber ich habe noch einen alten Stall mit Damen gespielt. Wo finde ich sie? Ich werde meine Tochter schicken. Sie wird sie dann vom Stadttor abholen.
Gut, danke. Und wer war das? Ein Wirt aus Bethlehem. Er gibt uns seinen Stall als Unterkunft. Sehr gut, dann müssen wir nicht im Freien übernachten. Komm. Hallo, hallo, sind Sie der Josef? Ja. Ja, und Sie? Sind Sie der Sohn vom Wirt? Ja, das bin ich. Kommt, ich bringe euch zu unserem Stall. So, die beiden haben ein Dach über dem Kopf. Feierabend. Sie haben Post. Hallo Engel 725. Das hast du gut gemacht. Maria und Josef sind jetzt sicher untergebracht. Nun muss die Geburt, die in den nächsten Stunden stattfinden wird, bekannt gemacht werden. Dazu informiere bitte die Ärmsten der Armen, denn für sie ist Jesus der Erlöser. Gehe zu den Hirten auf dem Feld bei Bethlehem und verkünde ihnen die frohe Botschaft. Diese habe ich dir geschickt. Ach, was ist es kalt heute? Ich leg noch ein bisschen Holz ins Feuer. Eine gute Idee, dann wird es hoffentlich etwas wärmer. Unsere Arbeit wird von Tag zu Tag schwieriger. Wäre doch nur Bartholomäus hier. Zu sechs geht es einfacher. Du weißt doch, er ist in Jerusalem wegen der Volkszählung. Du denn diese Zählung? Nur um noch mehr Steuergelder zu bekommen? Dabei zahlen wir davon so viel, dass es kaum noch zum Leben reicht. Wieder so ein Hirngespinst des Kaisers und das ganze Volk ist in Aufruhr erlangt. Ja, ich war heute kurz in der Stadt, da ist alles völlig überfüllt. Die Gasthäuser sind alle belegt. Wer jetzt noch anreist, wird keinen Platz mehr kriegen. Da können wir froh sein, dass wir hier auf dem Land nur wenig von dem Trubel mitbekommen. Da lobe ich mir die alten Zeiten. Ah, das ist also viel. Wie verkünde ich Ihnen das jetzt? Auswendig kann ich das ja. Ich drehe jetzt einfach mal das Licht auf und erscheine. Seht mal da vorn. Was ist das? Du meinst das Licht? Es kommt rasch näher. Es ist unheimlich so mitten am Tag. Banditen! Du siehst es kaum aus, aber woher kommt das Licht? Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher Christus in der Stadt David. Und zum Zeichen... Ihr werdet das Kind entfinden, in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen. Ehren sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Meine Güte, was war das? Ein Engel, wie wunderschön. So lasst uns der Weisung des Engels folgen und den Heiland suchen. Der helle Stern wird uns den Weg zeigen und uns zu ihm führen. Wo rennt er bloß hin? Meinst du, wir können da einfach nur so hingehen? Wir sind doch nur Hirten und kommen direkt von der Arbeit. Du hast es doch gehört. Der Engel kam direkt kam extra zu uns. Naja, bessere Kleidung habe ich sowieso keine. Wenn wir zu ihm gehen, müssen wir aber Geschenke mitnehmen. Wir wollen ihm ein warmes Fell mitbringen und ich habe noch ein bisschen Brot für die Eltern. Die Schafe sind alle im Stall gezählt, habe ich sie auch noch. Na dann los. So, das ist Bethlehem. Wo werden wir den Heiland nun finden? Hier gibt es so viele Ställe.
Da im Stall sein Licht. Meinst du, in diesem armseligen Stall wird der Sohn Gottes geboren? Er sollte doch eher in einem Palast geboren werden. Du hast auf den Engel gehört. Wir werdet ihn in einem Stall finden, in einer Krippe liegen. Und genau über diesem Stall steht der Stern. Kommt, wir schauen mal nach. Dürfen wir eintreten? Kommt nur alle hier rein. Wir sind Hirten. Uns wurde berichtet von einem Engel, dass hier der Heiland zur Welt kommt. Hier liegt unser Sohn auf Heu und Stroh. Dieses Kind wird den Namen Jesus bekommen. Wir beten dich an, O Heiland. Du bringst das Licht in eine Welt, die so oft dunkel und trostlos ist. Du gibst uns Hoffnung, die Hoffnung auf eine Welt voller Gerechtigkeit. Vielen Dank. Vor uns liegt Bethlehem. Ob wir nun endlich unser Ziel erreicht haben? Wir suchen ein Kind in dieser Stadt. Das ist erst vor kurzem geboren. Vielleicht an einem ungewöhnlichen Ort. An einem ungewöhnlichen Ort? Ein Kind? Hier nicht. Das wüsste ich. Zieht weiter. So lasst uns gehen. Dorthin, wo der Stern steht. Dann ist das wohl doch nicht hier. Obwohl der Stern hier steht? Hallo, hallo. Wer, wir? Ja, ihr. Suchen Sie ein Pärchen mit Kind? Woher wissen Sie das? Ich habe Ihr Gespräch mit dem Soldat gehört. Das Kind soll an einem ungewöhnlichen Ort geboren sein. In meinem Stall. Wie ich finde, ein ungewöhnlicher Ort. Wo finden wir diesen Stall? Gleich da drüben. Viel Erfolg. Also doch, da steht ja auch der Stern. Schon wieder Besuch? Noch mehr Hirten? Wir sind Weise aus dem Morgenland, um ein Kind zu sehen. Verzeihen Sie, finden wir hier das Kind, den neugeborenen König? Kommt nur alle heran. O Herr, hab Dank, dass du uns zu dir gerufen hast. Du kommst in unsere Herzen und machst sie neu. Schenke uns die Kraft, deine Botschaft in die Welt hinauszutragen. Danke für die große Liebe, die du uns schenkst und die für alle Menschen gilt. Gib, dass wir diese Liebe aufnehmen und weitergeben können. Wir schenken euch Weihrauch, Myrrhe und Gold. Dieses Kind wird den Namen Jesus bekommen. Danke.